Ja, erstens, dass sie die Gleichwertigkeit und die gleiche Menschenwürde aller Mitmenschen akzeptieren und festigen. Zweitens, dass das demokratische Prinzip ganz wichtig ist, weil es pluralistisch ist, weil es Mitbestimmungsmöglichkeiten eröffnet. Und drittens, dass man aus der Geschichte lernen kann und daher die Geschichte auch studieren soll, um dadurch die Zukunft und die Weiterentwicklung im richtigen Sinn zu beeinflussen.